es hat sich gezeigt, dass das Internet nicht der politisch-utopische Raum ist, den man sich vorgestellt hat, sondern dass im Internet Überwachung möglich ist, totalitäre Dinge ermöglicht werden und dass es ein Wirtschaftsraum ist letztendlich. Dazu muss man sich stellen und verhalten und dann muss man eben, wenn man, es kommt darauf an, wie man agieren möchte, was man in diesem Raum tun möchte. Wenn ich in diesem Raum politisch sein möchte, muss ich mir eben Dinge überlegen, die in diesem Raum politisch wirksam sein können oder in einen anderen Raum mich hineinbewegen. Also ich muss zielgerichtet handeln in diesem Raum. Ansonsten ist das Internet eben anfällig für Kriminalität in einer Form, wo ich das Gefühl habe, ich bewege mich im Wilden Westen. Es ist nicht nur das Internet, was sich schlecht benimmt, sondern es sind eben ganz viele Leute, die sich im Internet schlecht benehmen, dem ich mich nicht unbedingt ausliefern möchte. Und ich möchte mich selber auch nicht so benehmen. Und ich möchte, was diese Überwachungsmöglichkeiten mit mir machen, dieses Thema habe ich für mich nicht erschöpfend geklärt. Ich habe mich, als ich es wirklich dem so klar ins Gesicht sehen musste, gefühlt, als würde mir der Teppich unter den Füßen weggezogen, in meinem Selbstverständnis als selbstbestimmter, freier Bürger eines freien Landes. Da sind einfach ganz viele Illusionen in sich zusammengefallen. Jetzt, wenn man damit konfrontiert ist, dann kann man sich immer noch wieder fragen, gut, das muss ich dann eben aus mir selbst wieder rausholen, diese Freiheit. Dann muss ich eben im Internet so agieren, als gäbe es diese Überwachung nicht. Ich muss aufstehen, ich muss da sagen, was ich will. Ich muss Google anschreiben, ich will ihre Geschäftsbedingungen in dieser Form nicht akzeptieren. Derartige Dinge tun. Ich muss neue Wege und Möglichkeiten finden, dass dann mir diese Freiheit da zurück zu erobern. Die Freiheit war immer anstrengend, beruhte immer auf Kämpfen. Rechte sind nicht vom Himmel gefallen.